Willkommen bei der Lambrecht Meteo hier in Göttingen. Mein Name ist Björn Mostzin, ich bin Vertriebsleiter und Prokurist hier. Wir befinden uns hier im Lager. Heute bringe ich euch näher unser Produkt Reni. Manche kennen schon, unser wiegender Niederschlagssensor. Hochauflösend, hochgenau. Wir nehmen hier einfach mal auseinander, um die Einzelteile zu sehen. Das Gerät innen drin, unsere Schutzrunde. Was haben wir vor? In Einzelschritten zeigen, wie entsteht dieses Gerät. Wir sehen hier unseren Fuß, unseren fertigen Fuß. Es sind noch keine Bohrungen drin. Wie hier zu sehen, nichts ist bearbeitet. Das gehen wir hier jetzt alles Schritt für Schritt durch, damit ihr seht, wie entsteht aus den Rohteilen zum Schluss ein fertiges Gerät, was ihr in den Händen halten könnt, womit ihr misst und eure Daten auswertet. Wir sehen hier die Einzelteile, das Zusammensetzen des Gerätes. Alles passiert hier im Haus, die Fertigung des Gerätes, Abgleich des Gerätes und natürlich dann auch der Versand zum Kunden. Der Reni, manche Sachen konntet ihr gerade schon wieder erkennen. Die Ronde ist drin, hier ist ein Rohteil von der Ronde. Unser Fuß, Bohrungen sind alle drin, wie schon angesprochen. Hier das Rohteil, alles passiert hier und das bringe ich euch heute ein wenig näher. Wir sind gerade beim Schritt 2 vom Reni. Die Rohteile, wir haben es gerade im Keller gesehen. Hier ist unser Drehfräszentrum, wo die einzelnen Teile nachbearbeitet werden. Und dann zum Schluss das ganze Gerät ergeben. Dieser Ring kommt dann aus dem Rohteil und wird hier drauf verriegelt. Genau so. Und dann kommt der Trichter zum Schluss hier rüber. Ihr seht, alles flippt, alles passt. Dann muss ich sagen. Wir sind hier beim Arbeitsschritt 3 vom Reni. Wir hatten gehabt unsere Rohteile, die Nachbearbeitung. Und was haben wir hier? Die Zusammensetzung aller Einzelkomponenten. Es geht über den Basisträger zur Wegezelle und Befestigung weiter zu unserer Komponenten- bzw. Wegeeinheit. Alles wird hier zusammengebaut, von der Elektronik, von der Heizung zum fertigen Gerät, was dann im nächsten Schritt abgeglichen wird. Den Abgleich des Gerätes. Wir sehen hier am PC die Software. Wir können unseren Auftrag eingeben, den Bearbeiter, da die Artikelnummer und auch die Seriennummer der Ware. Alles wird in das Gerät geschrieben, sodass auch jedes Gerät eine Wiedererkennung hat. Wir starten hier den Prozess, um erstmal den Rohwert zu ermitteln. Wir müssen hier auf Grundeinheiten kommen. Wir können uns das vorstellen bei einer Küchenwaage. Bei der Küchenwaage, wir können nur das Gewicht analysieren und sehen, wenn wir eine Grundeinheit haben, wie dort zum Beispiel Gramm. Und das brauchen wir auch bei dem Gerät hier. Wenn wir die Wegezelle haben oder auch den Mikrocontroller, die wissen erstmal nichts vom Gramm. Das bringen wir denen jetzt hier näher, indem wir einmal das Rohgewicht ermitteln und ein definiertes Gewicht auflegen mit unserer Kugel. Unsere Kugel wiegt 3,49 Gramm. Und können so dem Mikrocontroller einen Wert hinterlegen, dass er auch gleich beim nächsten Mal weiß, wenn wir die Kugel auflegen, muss ich 3,49 Gramm wiegen, ungefähr. Natürlich können wir Abweichungen haben um die 10 Milligramm. Das sind Genauigkeiten, die das Gerät einhalten muss. Hier die ganze Zeit werden in der Infobox die Schritte beschrieben und auch hier im Bildschirmtext das Gewicht ist wieder raus. Zu nehmen, um es jetzt gleich auch nochmal zu überprüfen. Auf OK den Test wieder bestätigt. Was jetzt gerade gemacht wird, sozusagen ein Tafel, was auch jeder kennt. Wir nehmen den Nullwert auf des Gerätes und legen jetzt nach Aufforderung das Gerät.
Es geht weiter, die Gewichte werden aufgenommen vom Gerät. Und wir sehen, der Test ist erfolgreich. Das Gerät kann jetzt in die Messkammer, um dort den Abschluss oder den weiteren Test zu machen mit Wasser. Gleich wirklich ab hier mit Wasser und der Überprüfung. Man sieht es hier auch. Hier oben, also ist es schön, das Wasser sprengelt raus, wie man sich auch Niederschlag vorstellt. Also wir haben hier einen Abgleisplatz gemäß VDI und lassen nicht einfach Wasser strikt hier reinlaufen, sondern es geht wirklich überall hin. Wir verteilen es im Gerät. Eine Pumpe läuft im Hintergrund, wir haben eine Waage zur Überprüfung und nur ein Gerät, was den Abgleich hier erfolgreich durchführt, geht auch zum Kunden. Das heißt, jedes Gerät, was bei uns das Haus verlässt, ist nicht nur abgeglichen, ist auch geprüft und der Endkunde erhält nur geprüfte Ware.